Das Faszinierende an der Produktion von Glas oder jetzt von diesen Trinkgläsern ist eigentlich, wie sich Glas verändert. Anfangs der Sand, das wird geschmolzen, dann sind es glühende Zapfentropfen, die in die Form fallen. Dann wird der Kelch geformt, dann wird der Stiel angeschlossen, verbunden, verheiratet. Und diese vielen Schritte, die nötig sind, um so ein Glas wirklich zu produzieren, zu zaubern, ist schon sehr faszinierend für mich als Designer, das wirklich mitzuerleben. Für mich war es natürlich super spannend, mit Zwiesel zusammenzuarbeiten, vor allem im Jubiläumsjahr 150 Jahre. Das Besondere an den Gläsern Journey ist der Stil mit seinem Dekor. Die verdeutlichen die Jahresringe, die Epochen, die Etappen, die Designschritte. Also viele Phasen in einem Jubiläum oder über 150 Jahre Zwiesel.